Ja, hey, willkommen, mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. In der letzten Folge haben wir den Berg Killer raus betreten und jetzt sind wir noch auf der Suche nach Melchior, weil das ist der letzte Legat, den wir noch für unsere Sammlung brauchen, um diese vier Imperia jetzt wieder zu erwecken und dann Artorios gegenüberzutreten. Und ja, wir haben jetzt hier zwei Wege. Offscreen, was habe ich eigentlich offscreen gemacht? Habe ich gar nicht dran gedacht. Ja, ich mal mein Dokument öffnen. Ich glaube sonst nichts. Eleanor, Desintegrator, bei 250 Mystic Arts. Okay, ich glaube, das ist alles, ne? Gesetz. Ja. Yeah. Und weiß nicht, sonst nichts. Level 11. Jetzt sieht das, das war noch letzte Woche. Hm. Ja, dann war eigentlich alles. Die Kostüme habe ich mal wieder abgelegt, ne? Weil warum nicht? Und von den Gegnern habe ich, glaube ich, auch noch nicht alles. Ich habe nicht viel offscreen gemacht. Wo ist er? Mit Gegner. Bergkiller raus. Ja, von den beiden habe ich noch nicht die Gegenstände. Hm. Was soll's? Kann ich ja noch irgendwann nachholen. Hoffentlich. Und ja, ich gehe erstmal zu diesem Ortchen da, diesen gelben Punkt auf Karte. Ich nehme an, da unten geht schon direkt weiter. Hoffe ich. Also ja, gucken wir mal. Was da noch ist, da kann man ja nur rüberspringen mit dem Geoboard oder Geobesen, den ich jetzt hier ausgerüstet habe. Diesen einen, wow. Diesen einen Gegner habe ich nicht nochmal versucht, diesen unbesiegbaren Gegner. Ah, neuer Bereich nur. Mit diesen einen Gegner, den wir gar keinen Schaden aus anrichten konnten. Keine Ahnung, wie man den bewerkstelligen soll. Habe ich noch nicht versucht, also soll's. Wird vertagt. Haben wir hier Elixier geil. Ganz wiederbeleben und alles heilen, ne? Ich mich nicht irre. Ja, gut. Ist hier einfach nur so eine Katzenseelen-Mine oder ist ja noch irgendwas? Boah, ich werde voll verwirrt von dem Kartenlayout. Bin ich jetzt runtergegangen oder? Ja, bin ich tatsächlich. Oh mein Gott. War noch ein Elixier? Nö, eine Seelenflasche. Hm. Schon noch eine Katastrophe irgendwo. Oder habe ich schon mal hier eine geöffnet? Ja, pro Gebiet immer so eine, ne? Normalerweise. Und ich kann mich jetzt schlecht erinnern, ob ich hier schon einen gesammelt habe. Boah, ist doch nur eine Woche her, Mann. Wie kann man nur so dämlich sein? Gut. Haben wir hier. Aber Kräuter, die sind auch gut. Sollte ich vielleicht mal irgendwann benutzen. So, wo komme ich hier hin? Komme ich auch noch mal woanders hin, oder? Nee. Ich bin jetzt verwirrt. Wo bin ich jetzt bald lang gegangen? Habe ich alles hier abgesucht? Ja, ne. Ich gehe trotzdem noch mal eine Runde hier drehen. Ja, klar. Ja, hab ich alles. Gut, dann zurück. Treten wir Melchior in den Hintern. Wir meinen diesen Part auch bestimmt schaffen, ne? Uff. Ja, dachtest du wohl, ne? Aber ich bin ausgewichen. Bin wendig mit meinem Besen und Magilos schlanken Hüften. Glaubst du nicht? So. Am besten wäre, wenn Melchior jetzt direkt im nächsten Gebiet auf uns wartet. Weil da ist nur noch ein Gebiet hier und da ist ein Sternchen, also sind wir nicht mehr weit entfernt. Ich glaube nicht, dass der alte Mann irgendwie noch rechtzeitig geflohen ist oder so. So sportlich ist der Herr wahrscheinlich nicht mehr. Warte noch mal, wir sorgen dafür, dass der per Herzinfarkt irgendwie stirbt im Kampf. Ist das Schnee oder eine Domäne? Schnee, ne? Mit dem es rumfliegt. Skit. Kein Skit, sehr gut. Musik leiser wird, ich mag diesen Effekt. Das ist voll bedrohlich, ja.
Na gut. Warum ist da so eine Lücke? Da ist nichts, ne? Oh. Der letzte Legat. お前たちはそんな四聖種が眠りについた理由を考えたことがあるか。さあね、興味ないわ。まさに貴様のような傲慢な存在こそが理由なのだ。 四聖種の力、加護の力の源は純粋な人間たちの祈り。だが人々が汚れ、祈りを忘れたせいで聖士たちは眠りについてしまった。人々の祈りは聖種の力、精霊と同じだ。加護主が心を喰らうのも加護だっていうのか。 第五の聖種カノヌシは汚れごと人の心を喰らい尽くし無に返す役を担う。再び人に赤子のような清らかさをもたらし四聖種を復活させるためにな。心を無に返す。でもそれではそう、運命は滅び去る。 汚れの拡大とカノヌシによる精神浄化は太古から幾度も繰り返されてきた。それが文明が何度も栄えては滅んだ理由だが、これではいつまで経っても進化はない。故に我ら聖霊がカノヌシの力を制御し人の心を 未来へと導かねばならないのだ。なるほど。カノヌシの制御のために作った術がカムか。そしてカムイの構築にはジークフリードに使われている技術が必要じゃったんじゃな。だからアイフリードを巻き込んだのか。光があれば影があるように、 zwei Augen. Demi Melchior. Okay. Okay. Ist alles mögliche. Bosse Person, ja. Nächsten für mich so. Na, komm mal her. Out. Sollte wirklich bei Magilo bleiben, wegen er setzt bestimmt Magie ein, wie blöd. Schwach gegen Wind, okay. Und sagen, du siehst aus wie eine Wasseramatisierung. Eins geil. Wer wird denn schon schaffen? So viel scheint er jetzt nicht drauf zu haben bisher. Naja, du frisst jetzt Papier, erstickt daran und kriegt einen Herzinfarkt. Bams, tschüss. Blöd ist, ich kann ihren Seelenbrecher nicht einsetzen. Weil sie verdammt normal nur zwei Dinger hat. Zwei Seelendinger. Zwei Seelen, meine ich. Komm her. Boom. Boom, Schakalaka. Komm her. Ah. Oh, auch zu schwach, gibt's doch nicht.
Ich merke gerade, ich habe voll die schwächliche Truppe. Im Gegensatz zu also Roku und Velvet, die könnten ja voll was ausrichten, aber lass mal. Magilo, verdammt, die hat keine Dings. Au. Nein, nicht. Das ist nichts. Roku. Weißt du, du hast schon genug Screen Time hier mit deinem Bruder, aber trotzdem. Den zweiten müsste ich einfach nicht hin. Ich versuche sie auch noch wirklich einzusetzen, aber jetzt kommt Velvet, die haut den weg, ne? Ah, doch verdammt noch mal. Verdammt. Aua. Oh Gott, geh weg. Oh nein. Stimmt ja, Mystikat, sie waren Dinge. Natürlich auch Magilo, ey, du Blöder. Warum? So, dann absorbieren wir mal. Oder auch nicht, was? Oh Gott. Ja, muss ja, dass der Zauber ist. Ja. Au, das ist der Angriff von Edna, Amortisierung, Dingenskirchen, ihr wisst schon, was ich meine. Oh. Wie, nicht abgebrochen? Nixer, nein. Ey, ich kann nicht... Ich kann keinen Abwehrbrecher bei ihm machen. Ah! Oh, Konter. So, boom. Aber eine Kombo, der hat gesehen. Yeah. So ein bisschen stärker als ich gedacht habe, so zum Anfang. Also, du hättest jetzt schön auf den drauf gehen können. Boom, genauso. Magilo kriegt überhaupt nichts hier an Seelen. Den Kampf ein bisschen schwieriger macht. Gott. Oh, nicht schon wieder. Den Seelenbrecher, den er da einsetzt, oder normaler Angriff. Au. Oh Gott. Oh ja, der Angriff dauert nicht so lange, stimmt. Schlitz, Schlitz, Schlitz. Was war? Was mit dem Beastguard? Putz ich da wenig ab. Alter, warum hat man so wenig abgezogen? Velvet. Komm, das war mal Zauber. Na und er ist tot. Was? Hätte ich mich vor langer Zeit hätte sterben lassen? Was? Ich
Einfach weg mit denen. Was? Schmeißen wir hier direkt rein. Ja. Oh man. Das sind nicht nur vier, oder? Was war das? Was? Währenddessen nehme ich an. なんだ今のは。目覚めたのだ。四聖主様が。我らもはや汝らの道具ではない。おお。何が起こったんだ。マリオ als einziges. Okay. Wir sehen ja auch eine Blinder, ja. Ja, die Malakim hat sich, haben sich von den Exorzisten hier abgewendet. Nur weil der alte Mann nicht auf eine Blume treten wollte. あのクソじじいは草花が好きだったんじゃよ。生きている人間よりもずっと。それだけのことじゃ。心は自由にならないのね。特等体まして。魔女でもな。生きるということは、まことの難儀じゃが。妖精種は目覚めたのでしょうか。Nein. Hast du nicht die riesige Lichtershow gesehen? Kanonus,
大魔士どもの数は激減するはずじゃが。エレノア、お前まで戦えなくなってないだろうな。残念ながらまだ見えています。悪いゴーマも、精霊も、魔女も。わかるのね。感じるんだ。あいつの本体は地脈から出たよ。聖種の溝の上だ。同志アルトリウスも、そこにいる。けど、 Aber was mich interessiert, hopp. Geht damit raus. Kein Ausbruch bis jetzt. メルキオールの言葉は当たりだったのか？真実を持って迫るのがあの爺爺の誠実なる脅しの手口じゃよ。四聖種の復活によってこの大地は目覚めた。これまで幾万年もの年月をかけて変動していた大地はこれからの数百年で大きく変わるだろう。数百年？いずれは火山も噴火するだろうが先の話だ。 1000 Jahren wird es hier sicherlich anders aussehen. Rache für Alfred. Kampf habe ich sie nicht oft benutzt. Er hatte nur immer zwei Seelen, also konnte sie nicht mal Magie irgendwie abwehren. メルキオールが個人的な都合でアイフリードを陥れたなら、これで片はついた。だが奴は人の意志を踏みつぶしてでも汚れない世界を作ろうという断りのもとに動いていた。ならばアイフリードの真の仇は聖霊の掲げる断りそのものだ。アイゼンの仇討ちはまだ終わってないんだね。ああ、アルトリウスの首も Ja, alle wollen Sartorius jetzt platthauen. Hast du Hunger? 腹に溜め込んでおった魂を出してすっきりしたかい？その聞き方がムカつくんだけど。ベルベットの言いたいこと分かります。お通じのことを聞かれているようで不愉快ですよね。その詳細説明いらないから。あ、ごめんなさい。まったく。何を借り借りしておるんじゃ？わしはただ腹は減らぬこと聞いておるだけじゃって。だったら最初からそう聞きなさい。 どうなの？お腹空いてる？そうね。言われてみれば空腹を感じるけど、魂を打ち出したこととは関係ない気がするの。じゃあ何なんだ？カノヌシの沈めの力が弱まったことで食欲も活性化してるんじゃないの？おお、確かに俺も急に腹が減ってきた。僕も。 Wir essen nach jedem einzelnen Kampf. Was wollt ihr eigentlich? そもそも、マギルーがこんな話を始めたのは、自分の腹が減っているからじゃないのか？いやいや、わしはちっともそんなことないぞ。そうか。なら、船に戻ったらマギルーに見張りを任せて、みんなで飯にしよう。なら、キッシュとプディングを作るわ。私はペンギョントマト七を作ります。
Ich hasse es, wenn die immer so Fakten über Essen reinpacken. Diese ganzen Fakten über Essen, das interessiert mich überhaupt nicht in den Tales of Spielen. Musste mal gesagt werden. Lass mal testen. Jetzt kommt der Plot Twist. Jetzt geht mir gut. Okay. Ich kann wieder nirgendwo hin. Wehe, ich kann gleich nirgendwo mehr hin. Ne? Sieht so ein bisschen anders aus. Ja, okay. Wegen der blutroten Nacht. Ne, ich mache jetzt hier einen Schnitt. Ist schon. Auf der Schnee auf einmal, ja. Okay. Ich mache hier einen Schnitt. 27 Minuten, das reicht, finde ich. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play Tales of Berseria. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage ciao.